Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge bei Kettle Cops. Ja, das ist unsere Einheit für Mais. Die werde ich jetzt am Gerät anhängen und dann fahren wir unsere Genossenschaft und holen uns den Körnermais. Als Saatgut. Dann habe ich so in diesem Jahr im Grunde zwei Ernten vor uns. Der erste Ende Juni, schätze ich mal ganz kurz. Und Zeitraum und die zweite so um Oktober den Dreh. Und da muss ich mal sehen, was am besten geht wegen der Aussaat, nächsten Aussaat für nächstes Jahr. Der am besten gehen könnte. Und vom Zeitraum her. Muss ich mal sehen. Die eine ist für Sektoren gemietet und sollte reichen. So, wie komme ich am besten zur Genossenschaft? Oh, wir sind da oben. Wir müssen zurück zur Straße und beim Kreisverkehr links. Ja. Fahrzeug zur Hauptstraße. Die Straße ist irgendwie vorne. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann links. Und dann hier bis zum Kreisverkehr. Rechts kommt keiner. Links auch nicht. Gut, da können wir Innenansicht machen. Gas geben. Dünger wollen wir auch noch kaufen. Und Saatgut. Na, Nase juckt. Ja, Mittwochabend und grundlanges Wochenende. Bin aber auch urlaubsreif, in Anführungszeichen. Aber so richtig Urlaub, das dauert noch ein bisschen. Ungefähr 10 Wochen, ne? Ungefähr noch. Das haben wir öfter ein paar Feiertage. Jetzt morgen ist ja Herrentag und Freitag ist frei. Und dann kommt näher Pfingsten. Da ist ja Montag frei. Und dann kommt nochmal Frohleichnam. Ist Donnerstag frei. Kreisverkehr. War kein Kreisverkehr. Das ist kein Kreisverkehr. Das irritiert mich jetzt. Wir müssen links fahren. Geradeaus wird es auch gehen. Aber der Umweg wäre glaube ich ein bisschen größer. Hier links runter geht es zum Viehhändler. Viehhändler, ja, das Problem ist eher da, dass wir erstmal Futter haben müssen. Ne? Und dann ist die Frage, wie viel brauchen wir, um bis zum ja, zur nächsten Ernte genug zu lagern? Also, dass wir da nicht Notverkauf müssen, ne? Machen müssen. Das ist schwierig. Ich weiß es nicht, wie viel brauchen. Im Grunde müsste ein Silo mindestens voll sein. Warum ein Silo? Weil das zweite davor Tankstelle, dann müssen wir die links abbiegen. Weil dann müssen wir ja für das nächste Jahr schon mal die Ernte machen. Also im Prinzip 1 immer zugedeckt lassen als Reserve. Als Option. Und wenn beide voll sind, können wir auch Tiere kaufen. Sind wir hier richtig? Ja, verkehrt. Die Genossenschaft ist hinter uns. Hinten rechts. Wenden mal ganz kurz hier. Grund ist schon links, ne? Vorbeigefahren. So. Das geht doch nicht, du. So, links ist die Genossenschaft. Dünger und Saatgut.
Langsam, langsam. Bremse. Ladung wehren. Da müssen wir voll machen, ne? Das, muss es so sein. Ja, ich weiß auch nicht, warum das Spiel so viel Leistung zieht. Ich weiß es nicht, aber ist halt so. Naja, obwohl nicht. Ja, meine grüne Wand ist da hinten. Ist hochgezogen. Mal vergessen gehabt vor langer Zeit. Dadurch könnt ihr ein bisschen mehr vom Spiel sehen und nicht meine unaufgeräumten Schranken. Ne? So, jetzt haben wir mal Dünger drauf oder drin. Ja, Preis 405 Euro. So, weiterfahren. Jetzt müsste bei Hammer Corn King eine Ausnahmelichkeit kommt. Bremse. Jetzt können wir hier aufwählen die Satteinheit und da können wir nur Körnermais auswählen. Logischerweise. Oh ja, andere Dünger gewesen mit 405, ne? Jetzt 3528 Kilogramm Euro bezahlen. Also Saatgut ist teuer. Es gehen auch nur 840 Liter rein. Das sind ja einzelne Behälter hier in dem Falle, ne? Und die werden auch irgendwie anders gelegt. Fragt man nicht wie, aber ist so. So, ja, Geld weg. Oh ja, genau. Gut. Das wär's, ne? Auf zum Acker, ne? Kommt nix. Seh. Ja, wird nicht reichen, denke ich mal, ne? Obwohl, es wird ja einzeln gelegt und damit braucht man weniger Saatgut. Mal schauen, wie es hinkommt. Wie lange das dauert, entsprechend, weiß ich noch nicht genau. Wir haben jetzt. Ja, April haben wir jetzt. April. Wolltet ihr nicht Mai schlafen? Wolltet ihr nicht im Mai? Oh, ich denke mal, Eishalle kennen sich hier, glaube ich, nicht. Also der April kann auch anders, kann man sagen. Man kann auch Schnee und noch Frost da sein. Ne? Also theoretisch ist das möglich. Wenn der Wind richtig weht. Ne? Ich denke mal, wir werden zum Feld fahren. Dann tappen wir uns einen anderen Traktor. Und werden dann mal 4 Wochen schlafen. Denn jetzt, ich so sehe, 4. April, 3. April ist mir zu riskant. Das kann gut gehen, aber wahrscheinlich geht schief, dass pünktlich zu einem eishaltigen Mitte Mai nochmal Frost kommt und dann ist es im Arsch, die Aussaat. Ob es hier auch so ist, das weiß ich nicht genau, ob das so ist. Ich glaube es eher nicht, dass es so genau ist, aber ich verhalte mich mal jetzt so, dass wenn es so wäre, ne? Zum Testen ist mir jetzt die ganze Spielzeit zu schade und wir würden ja dadurch einen Verlust machen, wenn wir zwei Felder nicht ernten könnten. Naja, sagen wir so 40.000 bestimmt weniger, ne? Einnahmen. Grob geschätzt. Aber wir können mal gucken, was unsere Saat macht auf 1, 2, also auf Feld 1 Prinzip. Feld 7 wenn wir anfangen, denke ich mal, ne? Oder? Oder Feld 3.
Level 3. Ist ja grundegal. Achso, ich arbeite 6 Meter nicht. Und nicht 42. Mal ganz grob schätzen, fahren wir hier ran. Und bleiben mal vorm Feld stehen. So. Ausschalten. Gucken mal Feld 1. Aussieht und dann geht's Richtung Hof und dann mal noch mal 4 Wochen schlafen. Scheint ein bisschen zu verrotten, ne? Stapeln. Ja, ist auch nicht. Es sieht nicht besser aus wie vorher. Also, was sagt unser Kalender eigentlich? Kalender. Quest Kalender. Das sind die Vorhersage für 7 Tage, kann man sagen. Und das haben wir jetzt 10, 7, 7, 5, 2,6. Aber wie gesagt, April kann anders wie der Mai. Oh. Lange Vorhersage 9, 9, 6, 6. Das sind die Frühtemperaturen um 0 Uhr. Der geht noch einen weiter. Und da können wir keine Vorhersage kriegen, also blöd, ne? Ich möchte hier am 3. anfangen. Ah, hier kannst du Aufgaben einteilen. Das ist gut. Abbrechen. Und jetzt gehen wir einfach und steigen aus. Wenn man im Kalender die Aufgaben einteilen kann, dann kann man auch theoretisch, ich meine, das ist sehr viel Aufwand, einen Fahrer beauftragen, die BGH zu füttern, ne? Oder die Tiere halt. Wenn wir welche haben. Ich würde jetzt eher gerne anfangen mit der BGH und dann nachher mit den Tieren. So, 30 Tage, früh um 27, das passt. Schlafen. Zeit? Haben wir noch. So, dann schauen wir kurz den Kalender rein, wie die Temperatur aussieht, ob das nochmal Frost kommt oder so. Katze beschwert sich, draußen ist Regen und wir sitzen drinnen. Also 15, 4, ja, das passt. Das ist okay. Es geht gerade, ich wollte sagen, Wachstum durch, aber ein Veränderungsprinzip, ne? Also naturmäßig. Musste ganz kurz rechnen. Die Bäume waren vorher nicht so grün. So, C. Ich mache mal Licht an. P. Anschalten. Drehung. Ich muss ein bisschen mehr nach links, aber der Winkel kann man. Grad. Naja, wird schon noch passen. Hat er gerade mit Ender gestartet. So. Nö. So. P, wollen wir verschieben. Genau. Passt. Dann fahren wir weiter. Richtung Feld. Nehmen wir 0,9 Grad. Ist noch Mai frisch, ne? Aber die Temperaturen können weiteren
Wo ist das gute Stück? Ach, ich hab's ja geliehen. Haben wir Geld wieder gekriegt? Nee, ne? Hm. Haben wir Saatgut, Fleisch und Dünger? Ach nee, scheiße. Entschuldigung. Ich hab mich dann gedacht. Das eigene Lager wollte ich gucken. Ob ich jetzt Saatgut, Mais und Körner da hab, ne? Oh. Was sagt uns das? Wir hätten doch mal die Aussaat machen sollen. Okay. X. Nochmal zurück. Saatgut kaufen nochmal. Händler. Ne? Und dann Saatgut kaufen. Ah, nee. Das machen wir vorher aus. Das würde uns nicht passieren, wenn es unser Eigentum wäre, ne? Ist der unten oder so tief unten? Ist oben. Haben wir kein Allrad? Nö. Jetzt ja. Gut, auf zum Händler, ne? Einheitlein. Dumm gelaufen. Tja. So die Show soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich hole heute mal ab bei der Genossenschaft. Und dann dann geht's ja los und wir machen eine Aussaat. Tschüss, dann ciao. Vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Und vielleicht seid ihr dann schlauer. Tschüss.